Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sport Total. So, jetzt stehen die beiden Teams zum Anstoß bereit. Die Gastgeber aus Oberhausen in den roten Trikots von links nach rechts. Die Bocholter, auch wenn der Spitzname des Teams die Schwatten ist, in den weißen Trikots von rechts nach links. Und da. Obst. Weiter einfach. Platzweg verlängert. Super Chance. Fackrohr mit der nächsten Möglichkeit zum 10. Saisontreffer. Christian Merz, ein Mann für Eckbälle. Mikkel steht am Strafraum, aber Öztürk macht es per Kopf knapp drüber. Zu beheben. Fasnacht. Vielversprechende Position von ihm. Und Mickels. Super Flanke. Obst gegen Merz. Das ganze Stadion fordert einen Freistoß, wollte ich gerade sagen. Aber Mickels geistesgegenwärtig mit dabei. Gut für uns und für den neutralen Zuschauer. Merz. Links ist Öztürk. Merz macht's alleine. Platzek. Klasse. Fakro hat so viel Platz. Fakro! Wenn der durchkommt, wird's brandgefährlich. Uns noch links neben dem Bildrand, aber die Einwechselspieler der Gastgeber machen sich schon warm. Also Terranova vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden mit der Leistung. Jetzt aber Öztürk. Öztürk schön rübergelegt. Mikkels! Super Chance. Der wirklich tolle Bedingungen liefert. Ganz neu. Oh, Fehler jetzt. Und Heinz mit der Gelegenheit. Nicht zur Führung, Anton Heinz. Das gibt es ja nicht. Und die Konterchance. Platzek. Lorch. Platzek startet. Kommt an den Ball. Findet der Fakro. Ja! Und das ist die Führung für die Gäste aus Bocholt. 0:1, 41. Minute. Ein super Konter. Klasse gespielt. Platzek hat das Tempo, er ist endlich wieder fit. Das ist so wichtig. Mit dem Außenriss die Flanke reingebracht. Aber natürlich dürfen wir bei diesem Tor Davari nicht von der Schuld befreien. Den muss der Torwart eigentlich halten. Lorch. Auf Obst. Klasse in die Mitte gelegt. Lorch. Und fast das nächste Eigentor. Am Ball. Nico Klaas. Doro. Erste Aktion. Direkt mit Erfolg gekrönt. Mikkels, der Nachschuss, jetzt ist er drin. Leroy Mikkels und die Treffer und Treffer Nummer 2. Hier der Pass von Doro. Beide Joker sorgen für die Gefahr. Dann geht der Ball erst an den Pfosten und dann zu ihm sein zweiter Saisontreffer. Nicht gut geklärt dieser Ball. Platzek, Fakro. Und Schiedsrichter pfeift das Foul. Und die gelbe Karte. Für Klaas und der hatte schon gelb. Und die Geschichte, sie geht so weiter mit den Platzverweisen und
Rot-Weiß-Oberhausen und damit wird es verdammt schwer. Foul ist vor dem Strafraum, Foul ist ganz klar ein Foul. Winter dazwischen. Nächste Flanke, die ist gut. Wieder Marcel Platzek. Bau gelingt, reihenweise Stürmer im Strafraum. Ball landet wieder in den Reihen der Gästen. Und Ribeiro sieht die Abschlusschance. Gar nicht schlecht. Abel. Klasse gespielt. Abel. Abel. Abgefälscht und Fakro. Aber daraus wird nichts mehr. Rot-Weiß-Oberhausen und der 1. FC Bocholt trennen sich mit 1:1. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.